wenn der nicht gut wird, dann schaue ich mir nie wieder was von Herr der Ringe an. Wirklich, das ist so traurig. Das Jahr 2024 ist im vollen Gange und im Kino haben wir schon einige Highlights erlebt. Und hier gebe ich euch schon mal einen Ausblick über die zweite Jahreshälfte. Los geht's! Und wir starten direkt mit Deadpool 3 und ich wage die Prognose, dass dieser Film der Kinokracher des Jahres sein wird. Das lange Warten nach einem weiteren Teil hat endlich ein Ende. Was mich besonders freut, ist, dass wir noch einmal Hugh Jackman als Wolverine auf der Leinwand sehen dürfen. Führer und Verführer. Ein deutsches Drama, das die Verbrechen des Dritten Reichs beleuchtet. Besonderer Fokus liegt auf den Tätern und deren Motivation und Hintergründe, die sie zu solchen Taten verleitet haben. Borderlands. Die Verfilmung einer Videospielreihe, die ja eigentlich eher für seine Game-Mechanik und nicht unbedingt für seine tiefgründige Story beliebt ist. Das Setting gibt aber einiges her. Also, vielleicht wird ja was draus. Im August bekommen wir außerdem auch noch Alien Romulus. Ein weiterer Teil der Alien-Reihe, in dem die Story losgelöst von den anderen Teilen erzählt werden soll. Dies sei eine bewusste Entscheidung gewesen, um auch neuen Zuschauern den Einstieg in das Alien-Universum leicht zu machen. Ebenfalls im August startet Horizon – An American Saga Chapter 1. Ein Zungenbrechertitel in jedem Fall. Von und mit Kevin Costner. Es handelt sich hierbei um einen Western. Ein Genre, das mittlerweile fast in Vergessenheit geraten ist. Western-Fans dürfen sich also auf jeden Fall freuen. Im September startet Beetlejuice Beetlejuice. Die Kultkomödie von Tim Burton bekommt einen zweiten Teil. Das Original ist ja vor allen Dingen durch das Musical in Amerika wieder sehr bekannt und beliebt geworden. Jetzt soll die Geschichte also weitergehen. Im Cast finden wir unter anderem Jenna Ortega, Willem Dafoe und natürlich Michael Keaton als Beetlejuice. Auch im September wartet noch Wolves auf uns. Ein Thriller mit Brad Pitt und George Clooney in den Hauptrollen. Über die Handlung ist bisher nur wenig bekannt, aber die Besetzung lässt schon mal aufhorchen. In The Lost Lands. Ein Fantasy-Film, der eine lose zusammenhängende Geschichte aus drei verschiedenen Handlungssträngen erzählt. Die Inspiration sind drei Kurzgeschichten von George R.R. Martin gewesen. In den Oktober starten wir mit Joker Folie à deux. Neben Joaquin Phoenix als Joker gesellt sich Lady Gaga in der Rolle der Harley Quinn. Zudem soll dieser zweite Teil ein Musical-Film werden. Ich bin sehr gespannt drauf, was die Macher aus dieser sehr speziellen Mischung gemacht haben und hoffe natürlich, dass der Film ähnlich beeindruckend wird wie Teil 1. Im Oktober bekommen wir außerdem Smile 2. Der beliebte Horrorfilm von 2022 bekommt dieses Jahr einen zweiten Teil spendiert. Im Oktober, pünktlich zu Halloween, dürfen sich die Fans also wieder gruseln. Gladiator 2. Bei diesem Film muss ich leider ganz ehrlich sagen, dass ich nicht verstehe, warum es diesen jetzt unbedingt braucht, zumal der Vorgänger ja eine abgeschlossene Geschichte hat. Nichtsdestotrotz startet im November der zweite Teil im Kino. Der Cast ist mit Denzel Washington und Pedro Pascal zumindest schon einmal vielversprechend. Der Rest bleibt abzuwarten. Im November bekommen wir außerdem Wicked Part 1. Ein international gefeiertes Musical bekommt nun einen Kinofilm spendiert. Beziehungsweise wohl eher zwei, wenn man dem Namen trauen darf. Und damit sind wir schon im Dezember und da startet The Lord of the Rings The War of the Rohirrim. Ich bin ja mittlerweile immer sehr, sehr skeptisch, wenn auf einem Film oder einer Serie Herr der Ringe draufsteht. In diesem Fall handelt es sich um einen Animationsfilm, in dem die Reiter Rohans im Vordergrund stehen. Im Juni soll der erste Trailer erscheinen. Die ersten Concept Arts sehen aber schon mal vielversprechend aus. Und wenn der nicht gut wird, dann schaue ich mir nie wieder was von Herr der Ringe an. Wirklich, das ist so traurig. Und zu guter Letzt, am 19. Dezember Sonic the Hedgehog 3. Ein dritter Teil der Sonic-Filme, die sich ja durchaus eine Fangemeinde um sich scharen konnten. Diese werden sich natürlich sehr freuen, den Rest interessiert dieser Film wahrscheinlich weniger. Falls ihr Teil 1 dieses Videos nichts gesehen habt, dürft ihr gerne mal hier klicken und wenn ihr weitere Filmempfehlungen wollt, klickt doch gerne mal hier. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!